Hallo und willkommen beim Fluktuskanal. Militärjets haben die Aufgabe, Personal, Nutzlast und Waffen an eine Vielzahl von Orten rund um den Globus zu bringen. Ihre hohe Reisegeschwindigkeit macht sie zum idealen Mittel für die Aufklärung und Überwachung sowie für die Abwehr feindlicher Flugzeuge. Doch der Erfolg solcher Missionen und die Sicherheit derer an Bord hängen vom dauerhaften und zuverlässigen Funktionieren der Triebwerke ab. Unglücklicherweise und trotz ihrer ausgeklügelten Konstruktion und hohen Funktionalität sind Jet-Triebwerke anfällig für bestimmte Arten von Störungen. Verschiedene Checks sind speziell dazu da, sicherzustellen, dass die Triebwerke ordnungsgemäß funktionieren. Angefangen von Vorflug- und Nachflugschecks bis hin zu regelmäßigen Wartungsintervallen. Die US Air Force war sich der fatalen Folgen eines Triebwerksausfalls immer schon bewusst. Im Jahr 2020 stürzte eine Bombardier Global Express E-11A der US Air Force in Afghanistan wegen einer gebrochenen Triebwerksschaufel und dem versehentlichen Ausschalten des zweiten Triebwerks ab. Obwohl Verletzungen und Todesfälle selten sind, verursachen Ausfälle von Triebwerken erhebliche Schäden, angefangen beim Ausfall von Flugstunden. Immerhin kosten Kampfflugzeuge wie die F-35 bis zu $36.000 pro Einsatzstunde und Millionen Dollar an jährlicher Wartung. Ist ein Triebwerk repariert worden, fließen nochmal Dutzende wertvoller Stunden in den Test des Triebwerks, bevor es wieder flugtauglich ist. Es gibt auch Fälle, in denen das ganze Flugzeug beschädigt oder zerstört wird. Und solche Fälle sind dann besonders teuer. Die von Boeing hergestellte FA-18 Hornet zum Beispiel kostet bis zu $67 Millionen pro Stück, Stand 2021. Während eine F-22 Raptor dem Militär mit stolzen $350 Millionen zu Buche schlägt, einschließlich der Forschungs- und Entwicklungskosten. Zum Schutz von Personal und Material hat das Militär verschiedene Verfahren eingerichtet, um mögliche Triebwerksprobleme aufzudecken und Schäden zu verhindern, noch bevor das Flugzeug in den Himmel steigt. Eine dieser Maßnahmen ist der Test in einem sogenannten Hushhaus, einem schalldichten Prüfstand. Dieser ist vollkommen schalldicht gekapselt und kann Triebwerke einzeln oder noch im Flugzeug eingebaut unter echten Lastbedingungen testen. Zunächst wird das Flugzeug in einer Rückhalteeinrichtung befestigt, damit es nicht durch den Schub nach vorne gedrückt wird. Wird ein Triebwerk einzeln getestet, wird es in ein spezielles Testgerüst montiert. Vor Testbeginn wird der ganze Bereich peinlich genau auf lose Gegenstände abgesucht, die in das Triebwerk gesogen und Schaden anrichten könnten. Während des Testlaufs wird mit unterschiedlich starken Schubeinstellungen gearbeitet, um zu prüfen, dass es optimal läuft. Then we'll run it through a series of diagnostic tests, kind of like your car,
We'll check oil levels and fuel flows and air pressures just to make sure that when this does finally go into an aircraft, it's a safe and reliable product for the pilot. Einige Flugzeuge wie die A-10 Thunderbolt haben ihre Triebwerke weit oben montiert, um das Einsaugen von Fremdkörpern, sogenanntem FOD, zu vermeiden. Entsprechende FOD-Walks sind daher auch fester Bestandteil der Abläufe auf einer Airbase oder einem Flugzeugträger. Dabei sucht die gesamte Mannschaft das Flugdeck oder die Runway nach losen Gegenständen ab, die ins Triebwerk gesogen werden könnten. Solche Vorsichtsmaßnahmen helfen, katastrophale Unfälle zu vermeiden. Unfälle, die nicht nur der Crew das Leben kosten könnten, sondern auch denjenigen, die in der Nähe sind. Ähnliche Prozeduren gibt es bei der Vermeidung von Problemen mit anderen Bordsystemen, wie zum Beispiel dem Fahrwerk. Fahrwerksprobleme können eine Reihe von Ursachen haben. Fehler beim Einbau oder bei der Wartung, Materialermüdung oder harte Landungen, um nur einige zu nennen. Doch eine der häufigsten Ursachen ist ein Leck in einer der Hydraulikleitungen, die den Einfahrmechanismus versorgen. In einem bekannten Fall musste ein Flugzeug von JetBlue in Los Angeles mit einem querstehenden Bugrad landen. Andere Fälle sind bekannt, in denen Piloten von Linienflügen ganz ohne funktionierendes Fahrwerk landen mussten. Natürlich haben auch die Air Force und die US Navy eine nicht unerhebliche Anzahl solcher Notlandungen verzeichnet. In einem bekannt gewordenen Fall musste ein Pilot einer A-10 Warthog ohne Cockpithaube und ohne Fahrwerk landen. Für einen solchen Notfall eines Fahrwerksausfalls gibt es eine Reihe von Techniken und Prozeduren, die dem Piloten und der Besatzung helfen können. Zum Glück sind alle Flugzeuge mit einem Notausfahrsystem ausgerüstet, das Piloten in einem solchen Fall benutzen können. Wie zum Beispiel einem schwerkraftgestützten Ausfahrsystem, bei dem das Fahrwerk durch sein eigenes Gewicht herunterfällt und einrastet. Bei kleineren Flugzeugen wie einer Beechcraft Baron 58 kann der Pilot mittels einer Handkurbel das Fahrwerk manuell ausfahren. Man kann sich vorstellen, dass das nicht gerade eine angenehme Aufgabe ist, während das Flugzeug sich so nah am Boden befindet. Fluggesellschaften und das Militär investieren laufend in neue Technologien zur Vermeidung von Triebwerks- oder Fahrwerksausfällen. Doch genauso liegt das Augenmerk auf einer gründlichen Ausbildung der Piloten für das Verhalten in solchen Notfällen. Moderne Flugsimulatoren können Ereignisse wie Vogelschlag, Triebwerksausfall und weitere Notfälle sehr realistisch nachstellen. Das Training in solchen Simulatoren ist heute integraler Bestandteil der Piloten-Aus- und Weiterbildung, um solche Notsituationen in einer besonnenen und kompetenten Art zu meistern. Wenn man als Pilot jedoch Glück hat, muss man dieses Wissen in der Praxis nie anwenden. Sollte jedoch der Fall eintreten, können diese Fähigkeiten helfen, Leben zu retten. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie zukünftige Folgen nicht verpassen. Dann bis zum nächsten Mal.